Ja, wir sind in einer Zeit, und ich denke, jedem ging es, wie es uns alle gegangen ist. Wir haben uns diese Endzeit ein bisschen anders vorgestellt. Es kam alles auf anderen Ebenen, auf anderen letztendlich Abläufen, als man gedacht hat. Und wir sind eine Wohlstandsgesellschaft, die einfach, gehöre ich auch dazu, in den letzten 70 Ich habe genau nachguckt, 77 Jahre gab es keinen Krieg bei uns, gab es keine Nöte, keine Hungersnot, nichts Schlimmes, es war alles relativ harmlos und friedlich. Und jetzt plötzlich brechen Dinge über uns herein, die wir uns nicht vorstellen konnten. Und jetzt kommen wir zu einem der größten Probleme geistlich in so einer Zeit. Und zwar, das Grundproblem ist einfach das, dass das menschliche Denken und das göttliche Denken oft gegeneinander geht. Und zwar, das ist einfach so, jeder Mensch hat eine Vorstellung, jeder Mensch hat eine Psyche, jeder Mensch hat Erfahrungen, jeder Mensch hat auch, wenn er Bibel liest, bestimmte Vorstellungen. Und was ganz entscheidend ist von der ganzen Sache her, ist letztendlich, was Gott dazu sagt, nicht was ich sage, nicht was ich denke. Und hier haben wir das Problem, wenn ihr nur den Kampf vom Herr Jesus in Gethsemane anseht, er musste hier kämpfen, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Obwohl er die Offenbarung Gottes im Fleisch war, der eingeborene Sohn Gottes, vergleiche Gottheit wie der Vater, musste er darum kämpfen, dass er der Wille Gottes geschehen lässt und nicht wie er es wollte. Wenn der Jesus schon den Kampf hatte, wie viel mehr wir? Und das nächste, das steht im Matthäus 16, 23, diese furchtbare Geschichte, wo Petrus in einer guten Meinung versuchte letztendlich, der Herr Jesus abzuhalten von seinem Dienst. Der hat es gut gemeint. Wo der Herr Jesus dann, und ich weiß nicht, was dieser manchmal sehr extreme Jünger, was der wohl gedacht hat, als der Herr Jesus zu ihm sagte, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und diese Dinge sind jetzt auch bei dieser Kriegerei, wo jetzt hier anfängt, ein Riesenproblem. Und wir müssen einfach etwas akzeptieren. Es zählt nur, was die Heilige Schrift sagt. Meine Meinung ist zweitrangig, auch was die Leute sagen. Wir müssen immer davon ausgehen, wir leben in einer gefallenen Welt, wo die Lüge der Normalzustand ist, auch bei den Medien. Es muss uns klar sein, die einzige Wahrheit ist die Bibel. Und nur, was Gott zu diesen Dingen sagt, zählt. Und heute bricht der Humanismus wirklich auf ohne Ende. Andererseits sagt Jakobus 3,15, es gibt eine Schiene, wo der Teufel die Leute beeinflussen kann. Irdisch, seelisch, dämonisch. Das heißt, dieses irdische Denken, dieses seelische Denken ist ein Einfallstor für Finsternismächte. Nicht mit Besessenheit oder so, sondern um uns zu, wie soll ich sagen, umgarnen, um uns zu vernebeln, um uns zu infiltrieren, um uns zu verstören, um uns zu falschen Entscheidungen zu bringen. Und in Jesaja 55, 8 und 9 sagt Gott ganz klar, und ich denke, das müssen wir neu lernen in dieser Zeit. Wisst ihr, wenn alles glatt läuft, dann ist das gar kein Problem. Da kannst du denken, was du willst. Es läuft ja alles glatt, das ist alles wunderbar. Aber wenn plötzlich das Elend über uns hereinbricht, das ist ja noch gar nicht hereingebrochen, schon bloß angedroht, dann muss man langsam umdenken. Da sagt Gott, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das heißt, wir können nicht einmal ansatzweise denken, wie Gott denkt. Wie so, manchmal sind wir hochmütig und denken, wir sind wie Gott. Das wirft ja praktisch letztendlich Gott immer auch Israel vor und der Gemeinde und den Menschen generell. Und das Grundproblem ist, jede Religion versucht, sowas Ähnliches zu machen. Aber biblisch ist ganz einfach, ich muss mich Gott unterwerfen im Sinne von, ich kann nicht denken, wie er denkt. Ich habe nur ein Mittel und das sei Offenbarung in der Heiligen Schrift, die mir zeigt, was ist Wahrheit. Und jetzt kommen wir zu diesem schrecklichen Wort Krieg. Wisst ihr, Krieg ist etwas Schreckliches. Aber es gehört zum Menschsein, es gehört zum Sündenfall, es gehört zu dieser gefallenen Welt. Das ist ein Normalzustand. Wir sind nur verwöhnt, wenn wir 77 Jahre keinen Krieg hatten. Die frühere Generation hatte alle Krieg, dauernd. Und hier ist ein Problem, denkt der Dresden, während dem Fasching Bomber auf die Zivilbevölkerung
eine Feuerhölle. Ich habe mal Filme gesehen, wie es dazu ging. Das kann man sich nicht vorstellen. Hiroshima, Atombombe auf die Zivilbevölkerung. Entschuldigung, waren das Kriegsverbrecher? Ihr begreift was, was man heute sagt? Das war immer da. Vietnam, Napalmbombe auf Kinder, sie verbrannt sind bei lebendigem Leib. Iran, furchtbarer Krieg, der völkerrechtlich keinerlei Berechtigung hatte. Völkermorde, wir Deutsche, Judenverfolgung, armenischer Genozid. Da haben wir die Finger drin gehabt bis zum Ellenbogen. Über Humann, das ist der Sohn gewesen von diesem Archäologe, der Altar von Pergamon, diesen Satansaltar gefunden hat, der heute in Berlin steht, der pilgert sich hin. Und dann hatten wir einen Völkermord an die Hereros, das weiß fast niemand. Wisst ihr, das ist immer da gewesen, das sind alles Folgen des Sündenfalls. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wenn Gott mich dahin gibt, das ist die schlimmste Form des Gerichtes Gottes, und dann lässt er die Menschen tun, was sie wollen, und Satan sagt zum Herr Jesus in der Versuchungsgeschichte, die Reiche dieser Welt sind mir übergeben. Das heißt, der Teufel darf dann, wenn ein Volk oder ein Mensch dahin gegeben ist, darf der Teufel solche schreckliche Dinge tun. Das ist aber vor Gott kontrolliert. Es ist ein Gericht Gottes, das muss uns klar sein. Wisst ihr, wenn ich dann Zeitung lese, manchmal ist es gar nicht schlecht, dass man Zeitung liest, da kommen dann solche Sachen, Zeitungsartikel diese Woche, Krieg soll nach dem Willen Gottes nicht sein. Das ist ein Zackartikel über ein Friedensgebet in Balingen. Das ist die landläufige humanistische Meinung, Krieg darf nicht sein. Entschuldigung, ist das biblisch? Wenn wir die Bibel ein bisschen näher so untersuchen, dann sehen wir, es beginnt bei Kain und Abel, sofort Mord und Totschlag nach dem Sündenfall. Und die ganze Weltgeschichte, das zeigt Gott in Daniel 2 und 7, das war die Weltreiche, von den Babylonern angefangen, Medo, Perser, Griecher, Rom, hat alles nur auf Krieg basiert. Und was für Krieg? Wenn ihr mal nicht wisst, was ihr lesen sollt, dann lest einmal der jüdische Krieg von Flavius Josephus. Wenn ihr das gelesen habt, dann habt ihr keine Illusionen mehr. Wisst ihr, das war immer der Normalzustand. Und die Bibel ist völlig anderer Meinung wie wir. Ich wage es fast nicht zu sagen, aber ich muss es einfach sagen, Gott ist kein Humanist. Humanismus ist vom Teufel. Das ist ein Gegenpol zu der göttlichen Ordnung. Natürlich angenehm, wenn dich alle in Ruhe lassen, aber wenn Gott es bewirkt, wie bei uns, dass jeder tun kann, was er will, dann bricht die Dämonie auf bis zum Wahnsinn. Anders kann man das nicht mehr nennen. Das haben wir heute mit Gender, mit allem diesem Dreck, mit der offenen Gotteslästerung, alles, was gegen Gott geht, ist heute ein Normalzustand. Und wenn man jetzt sagen müsste, welche Bücher sind denn heute wichtig für diese Endzeit, wo jetzt der Krieg droht, wo diese Seuche und die Teufelei, was mit dem allem zusammenhängt, über uns hereinbricht, dann muss man sagen, dann kann man nur zwei Bücher ins Auge fassen. Das Buch Jeremia, das mehr als alle andere von Heimsuchung spricht. Und das, was wir haben, ist eine Heimsuchung. Und gleichzeitig das Buch der Offenbarung. Das sind die großen, wichtigen Bücher, die uns hier etwas sagen. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie sieht Gott Krieg? Wisst ihr, natürlich, jetzt sage ich es mal hart, Krieg ist etwas Schreckliches. Jeder Mensch hat Angst vor Krieg. Und der, wo keine Angst vor einem Krieg hat, der ist nicht normal. Wisst ihr, das ist einfach steckt die uns drin. Aber die Frage ist ja, wie sieht's Gott? Wisst ihr, ich denke, wenn man die Endzeit geistlich sauber überstehen will, dann muss man denken, wie Gott denkt und nicht, wie wir denken. Also muss man jetzt gucken, was sagt Gott zu der Sache? 2. Mose 15, 3, ganz erstaunliche Aussage. Der Herr, da steht JHWH, jetzt egal, ob man es Yahweh, Jehova, wie man das ausgesprochen hat, der Herr ist ein Kriegsmann, Herr ist sein Name. Entschuldigung, was ist Gott? Ist Gott ein Humanist? Er ist ein Kriegsmann, sagt die Bibel. Da fängt doch schon mal an, zu denken, konterkariert zu werden. 2. Mose 17, 15. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Kriegsbanner. Das ist eine Flagge im Krieg. Nächster Vers. Und er sprach, weil eine Hand zum Schwur erhoben ist auf dem Thron des Herrn, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek währen von Geschlecht zu Geschlecht. Entschuldigung, Gott führt Kriege. Und dazu benutzt er die Menschen. Es muss zuerst mal in den Kopf rein. Wisst ihr, wir haben uns von diesem humanistischen Zeitgeist völlig vernebeln lassen. Dass wir sagen, Hauptsache, wir haben unsere Ruhe. Das verstehe ich ja auch, ich will ja auch meine Ruhe.
Aber biblisch gesehen ist das Ding ja völlig anders. 5. Mose 2,9. Das ist ein Thema, wo niemand hören will. Aber wisst ihr, es gibt Zeiten, da muss man einfach zuhören, ob man will oder nicht. 5. Mose 2, Vers 9. Du sollst Moab nicht angreifen und dich mit ihnen nicht in einen Krieg einlassen, denn ich will dir von seinem Land keinen Besitz geben. Also Gott verbietet auch bestimmte Kriege. Also er gebietet Kriege, er führt Kriege, aber er verbietet sie auch. 5. Mose 2, 24. Er sagt, sie sollen über den Arnon ziehen. Da geht es um Sihon, den König von Hesbon und die Amoriter und sagt, samt seinem Land habe ich in deine Hand gegeben, fange an, es in Besitz zu nehmen und führe Krieg gegen sie. Entschuldigung, wer hat den Krieg befohlen? Gott, nicht die Menschen. Das heißt, es gibt drei Arten von Krieg. Der erste Krieg ist, den Gott gebietet, wo er selber sagt, jetzt muss Krieg sein. Der zweite ist der, wo er Kriege verhindert und sagt, es darf kein Krieg sein, da verhindert er Kriege. Und der dritte Punkt ist, wenn Gott uns dahin gegeben hat, wegen den Sünden und uns dem Teufel preisgegeben hat, dann kommen aus dieser Schiene Kriege. Und alle sind gleich schrecklich, worum ich nicht rede. 5. Mose 21,10. Da sagt die Bibel, wenn du gegen deine Feinde in den Krieg ziehst und der Herr dein Gott sie in deine Hand gibt, sodass du von ihnen Gefangenen heimführst. Also Gott greift in Kriege ein. Also wir dürfen nicht immer tun, als wäre Gott ein Humanist und die böse Leute, wo hier irgendwas mit Krieg zu tun haben, das sind die böse Leute. Die können Werkzeuge Gottes sein. Wisst ihr, ein ganz ketzerischer Gedanke. Wir haben Gender. Wir haben die Freigabe aller sexuellen Vergehen, was Gott verboten hat. Wir haben eine Gotteslästerung ohne Ende. Wir tilgen Gott selbst aus den Käsepackungen. Tun wir die Kreuze weg. Wir lästern Gottes Angesicht samt seinem Sohn, unserem Herrn Jesus. Was ist? Das ist in Russland zum Beispiel nicht. In Russland gibt es diese Dinge nicht, die sind verboten. Was ist, wenn Gott die Russen benutzt, wie er Nebukadnezar benutzt hat, um Gericht über eine gefallene Welt auszuführen? Was ist denn? Wisst ihr, wir müssen umdenken. Manchmal kannst du das nicht auf den ersten Blick sagen. Krieg ist trotzdem immer schrecklich. Es geschehen immer Verbrecher. Gott hat auch dann Nebukadnezar gerichtet, wegen dem, was sie getan haben. So wird Gott auch jedes Volk richten, das hier mitmacht. Aber manchmal benutzt er es als Gerichtswaffe. Überdenkt einmal. Könnt ihr euch erinnern? Guckt einmal die alte Predigt. Ich habe immer wieder gesagt, ich warte auf Krieg, weil, und da hat ein Bruder einen ganz bösen Satz gesagt, er hat gesagt, wenn Gott uns davonkommen lassen würde mit unserer Verderbtheit, dann müsste er sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Also ich würde so einen Satz nicht sagen, aber da ist was dran. Wisst ihr, wenn er Sodom und Gomorra so gerichtet hat, was soll er dann mit uns tun? Die Verdammnis bei uns ist 100-mal schlimmer und ist weltweit. Bei Sodom und Gomorra war es nur zwei Städte. Richter 3,1. Jetzt kommen wir zu ganz seltsamer Aussage, die wir gerne überlesen, wenn man einfach humanistisch denkt. Aber da haben wir ein Problem. 1. Timotheus 6,20, ich zeige es gleich. Richter 3,1. Und zwar, das ist einfach der Punkt, wo man sieht, wie Gott eingreift. Das sind aber die Völker, die der Herr übrig bleiben ließ, um durch sie alle diejenigen Israeliten zu prüfen, welche alle die Kämpfe um Kanaan nicht erlebt hatten. Das heißt, um Menschen zu erziehen, um Menschen Dinge zu lehren, lässt er Kriege und Kampf und Schlimmes zu. Und das 1. Timotheus 6,20, da sagt Paulus, und das ist die Frage, ob man hier nicht das griechische Wort unübersetzt stehen lassen sollte. Weil das ist etwas, da kann man auf falsche Ideen kommen. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut und meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Da steht im Griechischen Gnosis. Wisst ihr, was bei Gnosis war? Das Hauptmerkmal der Gnosis war, dass sie sagten, der Gott des Alten Testamentes ist nicht der Vater Jesu Christi, der Gott des Neuen Testamentes. Der Gott des Alten Testamentes ist ein schrecklicher Kriegsgott, der die Menschen auch ausrottet und wirklich im Tod preisgibt.
Aber der Gott Jesu Christi ist nur Liebe. Und es war eine der schlimmsten Verführungen für die Gemeinde. Und die Gnosis war furchtbar. Die haben dann so überzogenen Humanismus gepredigt, dass sie Ehe verboten haben. Sie haben verboten, warme Speisen zu essen. Du durftest nur kalt essen. Sie sind sogar so weit gegangen, dass sie gesagt haben, es darf keine Frau schwanger mehr werden. Ich erzähle euch lieber nicht, was sie mit den Embryos gemacht haben. Das kann man sich nicht vorstellen, was für eine Teufelei war. Es war Ausgeburt des höchsten Humanismus. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Heute zu sagen, Krieg ist vom Teufel. Krieg kann nicht vor Gott sein. Was hier passiert, kann nicht das sein, was Gott will, nämlich ein Gericht über uns, ist Gnosis. Der Gott und Vater Jesu Christi, ich zeige es nachher, ist der Gott der Liebe, aber gleichzeitig ist er dreimal heilig, der Sünde nicht ertragen kann. Und Gott hat eine perfekte Lösung gegeben und die Liebe Gottes ist perfekt, aber wenn eine Menschheit oder ein Mensch die Liebe Gottes ausschlägt, dann kommt das Gericht und dann kommt der Krieg und dann kommt der Tod und dann kommen schreckliche Dinge. Psalm 144, 1. Gelobt sei der Herr, mein Fels, der meine Hände geschickt macht zum Kampf, meine Finger zum Krieg. Entschuldigung, sag doch das mal heute jemand. Gott bringt Leute bei, wie sie Krieg führen sollen. Sag es mal jemand. Die Humanisten stellen sich auf den Kopf. Das ist auch biblisch. 1. Könige 5, 17. Wir haben hier einfach unser Gehirn vom Humanismus verseuchen lassen. Und vielleicht musste Gott schlimme Situationen geben, dass wir wieder beginnen, biblisch zu denken. Du weißt, dass mein Vater David dem Namen des Herrn, seines Gottes, kein Haus bauen konnte, wegen der Kriege, in die seine Feinde ihn verwickelten, bis der Herr sie unter seine Fußsohlen legte. Überleg dir mal, was es heißt. Gott hat den Krieg von David benutzt, um David Sieg zu geben. Gott ist es, der immer Krieg, Sieg oder Niederlage gibt. Habt ihr mal überlegt, wieso ist kein Attentat, wir haben ja in Lautlingen, Stauferberg, wieso hat kein Attentat auf den Hitler geklappt? Ist nicht erklärbar. Die Bombe stand daneben und der geht, wo er nie rausging, ging in dem Moment raus und die Bombe explodiert und dem passiert nichts. Da siehst du, alles hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit, sagt Prediger 3. Und wenn Gott sagt, jetzt muss der Diktator noch praktisch, darf jetzt noch wirken, dann kannst du ihn auch nicht umbringen. Das nützt nichts. Du kannst kein Attentat funktioniert dann. Also Gott gibt auch den Sieg. Er sagt auch, wer gewinnt jetzt? Wisst ihr, ist hochinteressant. Die Bibel hat hier völlig andere Gedanken wie wir. 2. Chroniker 32, 8. Das sind halt Bibelstellen, ich sage es ganz ehrlich, mir ging es ja gleich. Die überliest du in der normalen Bibellese. Ha, ja, das ist halt Israel, das ist halt Krieg, da ging es ums verheißene Land. Man überliest die, aber kommt gar nicht auf die Idee, dass hier das Wesen Gottes und seine Grundsätze offenbart werden. 2. Chroniker 32, 8. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber der Herr, unser Gott, um uns zu helfen und für uns Krieg zu führen. Entschuldigung, Gott selber führt Krieg. Das will niemand hören. Das ist der Todesstoß von Humanismus. Gott führt Krieg. Jetzt muss ich doch fragen, wenn ich hier eine Kriegsdrohung habe oder man hat ja Angst, dass ein Weltkrieg kommt, muss ich sagen, Herr, ist das dein Krieg? Ist das ein Krieg, den der Teufel tun darf? Was ist los? Willst du ihn nicht verhindern? Wisst ihr, auf die Idee kommt man gar nicht. Man sagt immer bloß die Bösen, die Bösen, die Bösen. Ja, Entschuldigung, die Kriegsleute sind immer die Bösen. Aber Hiroshima-Bombe, war das gut? Auf Zivilbevölkerung? War der Irakkrieg gut? War der Genozid gut über die Armenier? War das alles gut? Wisst ihr, da gibt es tausende Dinge. War der Krieg zwischen, kaum fassbar, wie schlimm das war, zwischen Japan und China, wer sich da mal mit auseinandersetzt, draußen liegt ein Buch auf dem Büchertisch von Darlene Dibler-Rose, wo das erklärt wird, was da passiert ist. Es war alles furchtbar, alles schrecklich. Aber es war alles Verbrecher und alles schlimm. Aber was ist, wenn Gott uns im Teufel ausliefert, im Sinne von, dass er sagt, ihr westlichen Leute, jetzt müsst ihr gerichtet werden, was ist denn? Und Gott führt sogar Kriege. Das muss man sich einfach vorstellen. Psalm 46, 9 bis 11. Kommt her, schaut die Werke des Herrn,
der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde. Das heißt, er richtet durch Krieg Verwüstungen an, er sagt aber auch, jetzt ist Schluss und beendet der Krieg. Also muss da denken, dass hier ein dreimal heiliger Gott ist, der vollkommen souverän ist, vollkommen das Recht hat zu tun, was er will, und wir sind nur Sklaven, wir sind wie nichts, und er entscheidet aufgrund, ich sage es mal ganz hart, dem Sündenzustandes der Menschheit, was uns passiert. Darf ich es mal ehrlich sagen, da hilft auch kein menschliches Lösungsintervall. Da kannst du alles versuchen. Man kann ja in Intervalle versuchen, sich zu retten. Manche wollen auswandern, manche wollen das, das ist alles nichts. Versteht ihr? Wenn Gott etwas gibt, dann hast du keine Chance. Also heißt es, in diesen Fragen müssen wir uns nur mit einer einzigen Person auseinandersetzen. Mit Gott selber, nicht mit den Leuten. Prediger 3,8. Das ist auch das, was soll ich beten? Also, was ich beten soll, kann ich erst sagen, wenn ich weiß, ob Gott es angeordnet hat. Wenn ich weiß, ob es da hingegeben ist, dann kann ich erst später, was soll passieren. Prediger 3,8 sagt ja ganz klar, Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Und wenn Gott sagt, jetzt ist der Friede vorbei, jetzt kommt der Krieg, wer bin ich, dass ich Gott wehren wollte? Merkt ihr jetzt erst, wie teuflisch der Humanismus ist? Der geht vollständig gegen Gott. Man kann nicht gläubig sein und Humanist, das geht nicht. Jeremia 2,4. Hört das Wort des Herrn, ihr vom Haus Jakob und alle Geschlechter des Hauses Israel. So spricht der Herr, was haben eure Väter den Unrechtes an mir gefunden? Und dann erklärt er in die ganze Passage, wie dann letztendlich falsch geweissagt wurde, wie dann letztendlich Gott sie dahin gegeben hat, wie sie zum Gräuel wurde. Und wenn da eine Grenze überschritten wird, dann schlägt Gott zu. Da hast du keine Chance. Und erst im tausendjährigen Reich wird dieser Krieg beendet. Und zwar, das ist einfach eine Tatsache, und zwar Jesaja 2, Vers 4. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessen. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Das heißt, Jesaja sagt hier ganz klar, erst im tausendjährigen Reich hört der Krieg auf. Aber wenn ihr jetzt genau das untersucht, dann stellt ihr fest, dass auch im tausendjährigen Reich nicht alles so locker ist. Da ist immer noch ein Mensch mit einer Sündenatur, der Teufel ist zwar gebunden, und dann passiert was ganz Interessantes. Zum Beispiel, es gibt Völker, die nicht kommen, um nach Jerusalem zu gehen und den Herr Jesus anzubeten, und dann sperrt ihnen Gott den Regen, und am Schluss gibt es nochmal einen Aufstand von Gog und Magog, wieder Krieg. Als tausendjährige Reich ist ein bedingtes Friedensreich. Und wenn man jetzt Jesaja 6, 4 bis 6 sich nochmal anguckt, da sieht man ganz einfach, es ist etwas, wo Gott zeigt, eigentlich fängt schon bei 3 an, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und jetzt, als der Mensch das sieht, dann schreit er, wehe mir, dass ich hier drankomme, und dann erbebe die Pforte und alles. Und da siehst du ganz einfach, da ist etwas, wo Gott dann der Krieg letztendlich oder das Gericht auch gebietet. Und in Sacharja 14, da siehst du etwas, Sacharja 14 ist mit das wichtigste Buch für die Endzeit. Da sagt er, es werden alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammelt werden, die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet werden, die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen. Das heißt, er gebietet hier Krieg, selbst gegen Jerusalem. Es gebietet er, nicht wir, wisst ihr. Er ist dreimal heilig. Du siehst das in den anderen Texten, dass er einfach seine Heiligkeit offenbart. Wenn ein Mensch das sieht, erschrickt er. Aber Gott gebietet Krieg. Und Jeremia 8,8, wenn man das einmal in Ruhe anguckt, dann erschrickt man ja. Gell, solange es Jerusalem betrifft, ist das nicht so schlimm für uns. Aber wenn es Albstadt betrifft, gell, dann ist das schlimm. So muss man das einfach sehen. Gell, solange es dir an die eigene Haut geht, dann wird es schwierig. Und zwar,
Das muss man jetzt einfach einmal sehen. Er sagt hier, die Schriftgelehrten haben einen Lügengriffel. Das heißt, die Schriftgelehrten, die falschen Lehrer, sagen dir das Gegenteil. Nicht, dass Gott Krieg führt, dass Gott Krieg gebietet. Und wenn du der ganze Jeremia, das ist mit das wichtigste Buch, das in Ruhe durchliest, dann siehst du etwas. Er sagt in Kapitel 10, Vers 15, zur Zeit ihrer Heimsuchung gehen sie zugrunde. Wir haben jetzt eine Heimsuchung. Und dass da Menschen sterben, zugrunde gehen oder dass Gott Krieg gibt, ist normal. Eine Heimsuchung hat immer den Sinn, die Menschen relativ brachial aufzuwecken. Und das müssen wir einfach akzeptieren. Man will das ja nicht hören. In Jeremia 11,11 steht da, will sie nicht hören wollen. Und das ist ein Riesenproblem. Also, wenn man sachlich, biblisch, nüchtern denkt, dann muss man einfach feststellen, Gott ist tatsächlich jemand, der Kriege anordnet, der Kriege befiehlt, der Kriege auch verhindert. Einfach sagt sich aus, es ist Friede. Das heißt, ich habe nur mit Gott zu tun und nicht mit alle anderen. Jeremia 28,8, die Propheten, die vor mir und vor dir von jeher gewesen sind, die haben über viele Länder und große Königreiche von Krieg und Unheil und Pest geweissagt. Pest, Hammer. Ob wie echt das alles ist, werden wir dann sehen. Und gleichzeitig Krieg, ob er jetzt wirklich zum Weltkrieg kommen lässt. Putin hat, es kam in den Nachrichten, hat jetzt eine Aussage gemacht. Jetzt müssen wir aufpassen. Wisst ihr, die Zeitungen, das ist einfach so, die sind natürlich genauso, ob du das auf dem Handy guckst, ob es im Internet guckst, ob das in einer Tagesschau kommt, ob das in einer Tageszeitung kommt, ob es im Radio kommt, einfach alle Medien, die man kennt. Du musst immer das dir vergegenwärtigen, dir wird nur das gesagt, was man dir sagen will. Du wirst hier Gehirn gewaschen, das muss uns klar sein. Und wenn manche sagen, Lügepresse, dann muss ich sagen, ja, viel klarer kann man es nicht sagen als Lügepresse. Es ist schon Lügepresse. Also müssen wir beginnen zu denken, wie Gott denkt und sagen, Herr, wie siehst du das? Da kann man manchmal warten müssen, bis er es offenbart, bis er es zeigt. Und dann muss man einfach sagen, Herr, er sagt zum Beispiel Jeremia 49,14, ist das jetzt der Fall? Ich habe eine Kunde gehört von dem Herrn, es ist ein Bote zu den Heidenvölkern gesandt worden, versammelt euch und zieht gegen sie und steht auf zum Krieg. Also Gott sagt, steh auf zum Krieg. Joel, ganz wichtig, auch vielleicht mit eines der wichtigsten Bücher wegen Endzeit. Da ist ja die Ausgießung vom Heiligen Geist beschrieben, aber sind auch Endzeit-Dinge, die ganz wichtig sind. Joel 4, die ersten 9 Verse, wenn du die siehst, da sagt er, schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern um und eure Rebmesser zu Spießen. Der Schwache spreche, ich bin stark. Da sagt er also genau das Gegenteil. Da sagt er nicht Friede, sondern Krieg. Also da dreht er es rum. Wenn er das einmal in Ruhe lest, sagt, weil ihr euch an mir versündigt habt. Wisst ihr, wir haben einfach geglaubt, Gott, weil er gewartet hat, ist seine Güte, er lässt sich das, was wir ihm im Westen antun, er lässt sich das gefallen. Lässt er nicht. Er ist ein dreimal heiliger Gott. Er hat sich nicht geändert. Der Gott, der Sodom und Gomorra vernichtet hat, der hat kein Problem, auch über eine Stadt das Urteil zu fällen, wie über Dresden. Die Stadt, dass sie Buße getan hättet und Gott gesucht hättet, mitten im Krieg der wildeste Fasching gefeiert haben. Und Gott lässt es zu, dass die alliierten Bomber sie zusammenbombet. Jetzt kann man sagen, war es ein Kriegsverbrecher? Ja, aber wer hat es ausgelöst? Ausgelöst hat die Sünde der Leute in Dresden, versteht ihr? Wir müssen doppelseitig denken, wir müssen immer denken, wie Gott denkt. Dass er dann wieder die ein Kriegsgericht nötig haben, die sich versündigt haben, wieder richtet, das ist wieder Gottes Sache. Er hat das Commonwealth, das englische Imperium, zerstört, das ist wieder Gottes Sache. Es sind zwei Dinge. Man kann jetzt nicht sagen, der das Gericht Gottes ausführt, ist der Gute. Das kann man nicht sagen. Der kann auch böse sein und Gott wird ihn auch richten. Aber Gott benutzt Gut und Böse, um sein Werk, seinen Ratschluss auszuführen. Dies ist die Offenbarung von einem Obadiah. Gott offenbart sich. So spricht Gott, der Herr, über Edom. Wir haben eine Botschaft gehört vom Herrn.
Denn Bote wurde damit an die Völker gesandt. Auf, lasst uns aufbrechen zum Krieg gegen sie. Er sagt klipp und klar, er sagt, jetzt brecht auf und beginnt diesen Krieg. Wisst ihr, wenn du das siehst, und heute wird hier angedroht, und das ist das, was ich sagen wollte von den Nachrichten, teilweise kommt es gar nicht, teilweise kommt es. Putin hat jetzt zum Beispiel gesagt, diese Maßnahme, wo ja die Wirtschaft und alles zerstört wird, das ist eigentlich eine Kriegserklärung. Oh, Entschuldigung. Ist ja klar, was das heißt, das ist Kriegserklärung. Also das darf man nicht so harmlos nehmen. Ich weiß nicht, ob ein Weltkrieg kommt, weiß es nicht. Aber ich schließe es nicht aus. Ich weiß nicht, wie weit es bei Gott jetzt schon über der roten Linie drüber ist. Sacharja 14, 12. Das wird aber die Plage sein, mit welcher der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem Krieg geführt haben. Ihr Fleisch wird verfaulen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Ihre Augen werden verfaulen in ihren Höhlen und ihre Zunge wird verfaulen in ihrem Mund. Wisst ihr, was das sind? Das sind Atome, das sind Neutronen, das sind chemische Waffen. Also die Bibel sagt ganz klar, diese Waffen werden eingesetzt. Wisst ihr, und wenn Gott die Menschen dahin gibt, dann lässt er sie auch ihre ganze Teufelei, er wird ihnen nicht mehr, dann hat sie auch die ganze Teufelei, die der Teufel angezettelt hat. Natürlich sind das Sünden, die vom Teufel angezettelt wurden, aber Gott lässt es zu, er schützt uns nicht mehr, weil wir ihm ins Angesicht gelästert haben. Wisst ihr, das ist was, wo keiner hören will. 5. Mose 2, 24. So macht euch nun auf, zieht aus, überschreitet den Arnonfluss. Sieh, ich habe Sihon, den König von Hesbon, den Amoriter samt seinem Land in deine Hand gegeben. Fange an, es in Besitz zu nehmen und führe Krieg gegen sie. 4. Mose 31, 1, gleiche bei den Midianiter. Wisst ihr, das ist überall das Gleiche. Gott gebietet es. Dann können wir sagen, ja, ist das jetzt noch ein Gott der Liebe? Ja, aber er ist gleichzeitig dreimal heilig. So hätte Herr Jesus nie kommen müssen, das sehen wir nachher gleich. Jetzt haben wir hier ein Problem. Man liest es immer so nett, aber wenn man das einmal in Ruhe liest, Römer 1, 18 bis 32. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Da wird erklärt, dass sie Gott nicht wollten. 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie doch nicht ihn als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in den nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Die sich für Weise hielten, sind zu Narren geworden. Wir sind verfinstert, es muss klar sein. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Sie haben vom Europaparlament haben sie ein Standbild des Tieres aus der Offenbarung aufgestellt. Muss man sich mal vorstellen. Haben sie wieder weggemacht, nachdem Proteste kamen. Aber das sind genau die Dinge. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Schlimmes. Da hat Gott sie dahin gegeben, in die Begierden ihres Herzens zur Unreinigkeit, sodass sie ihren eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer der gelobtischen Ewigkeit. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben. Ihnen ehrende Leidenschaften, die ihre Frau haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise aber auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander im Brand in Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Wenn ich heute sage, das ist AIDS, dann heißt es, oh, das ist Verschwörungstheorie. Die Bibel sagt klipp und klar, wer diese Sünde begeht, den richtet Gott. Gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigen, hat Gott auch sie dahin gegeben, wieder dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht ziemt. Jetzt passiert etwas, wenn Gott die Menschen dahin gibt, dann bricht es auf. Er sagte, sie sind voll von Ungerechtigkeit, Unzucht, da steht Pornografie, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke. Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie dieses nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Entschuldigung. Wenn der ganze Welt Gottes Angesicht lästert und alle diese Dinge zum Normalzustand erklärt und das ist unter Todesstrafe, was kommt denn?
dann kommen Seuche, dann kommen Kriege, dann kommen Teufeleier ohne Ende, dann lässt es Gott einfach zu. Das ist ein Gericht, das über eine abgefallene Menschheit geschehen muss. Und jetzt kommen wir zum nächsten. 1. Mose 4,10 sagt, das Blut, Kain und Abel, schreit zu Gott. Ja, Entschuldigung, wenn man das hören würde, hättest du in Deutschland nur noch ein Geschrei. Jedes abgetriebene Kind schreit zu Gott. Das müsst ihr euch ja mal überlegen. Wie lange lässt Gott es zu, dass das noch schreit? Irgendwann ist die rote Linie überschritten und dann greift Gott ein und dann kommt der Krieg. Die Bibel sagt, durch Seuche, Corona oder das, was drumherum an wirklich böse Dinge gemacht wird, durch Hungersnöte und durch Kriege wird, und jetzt kommen wir zu etwas ganz, ganz Üblem, steht die Offenbarung 6 und die Offenbarung 9, wird einmal ein Drittel und einmal ein Viertel der Menschheit sterben. Das heißt, summa summarum werden 50% der Menschen sterben. Circa 50%. Von Israel sogar 2/3. Wisst ihr, das ist einfach so, wir haben aus Gott einen Humanisten gemacht. Das war er nie. Und wir haben die Gottesfurcht verloren. Das heißt, du darfst dich nicht bekehren aus Angst vor Gott. Ja, Entschuldigung, wie willst du sonst bekehren? Wenn du den Sinn des Lebens suchst. Ich kann die ganze Bibel durchgucken, ich finde den Gedanken nicht. Ich habe mich bekehrt, weil ich Angst hatte, in die Hölle zu fahren. Versteht ihr? Ich habe Angst gehabt, ohne Ende in die Hölle zu fahren. Darum habe ich mich bekehrt. 1. Chroniker 5, 22. Jetzt kommt der Gedanke, der ist uns ganz fremd. Also, wenn ich den das erste Mal gelesen habe, da ist mir zuerst einmal die Luft ganz leicht weggeblieben. Das ist jetzt ein Gedanke, den will ein Humanist gar nicht hören, auch viele Fromme wollen das nicht hören. Denn es fielen viele Erschlagene, denn der Kampf war von Gott. Entschuldigung. Wenn ein Krieg von Gott ist, dann gibt es viele Tote. Wisst ihr? Dann gibt es erst recht viele Tote, wenn der Krieg von Gott ist. Und wenn du dann die ganze Endzeitrede, Matthäus 24, 6 siehst, und folgende, dann siehst du ganz nüchtern sachlich, wir sind jetzt in eine Epoche eingetreten, wo diese Dinge von Gott jetzt langsam wieder als Instrument genutzt werden, um eine vollkommen gottlose, teuflische Welt zu züchtigen. In 24,6 sagt er, Kriege, Kriegsgerüchte, er sagt, wir wollen aber nicht erschrecken, wenn wir Gläubige hier keine Angst haben, brauchen in 7, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben und sagt, ist nur der Anfang der Wehen. Also alles, was wir jetzt erleben, ist nur ein Anfang. Es wird noch viel schlimmer. Jetzt kommen wir zu was anderem. 5. Mose 2, 24. Das ist was, was man einfach nicht sehen will. Da sagt die Bibel, ich habe es ja vorher schon gelesen, dass sie das Land in Besitz genommen haben. Wenn ihr jetzt das alles in Ruhe lest, dann werdet ihr feststellen, hier, wo es um diesen Sihon geht, auch um die andere Bibelstelle alle, dass es auch um einen Bann geht. Das heißt, wenn ein Volk oder Menschen Okkultismus treiben, massiv, dann spricht Gott einen Bann aus. Und ein Bann kann nur gelöscht werden durch Blut. Das Wunderbare ist, Galater 3,13, beim Wiedergeborenen ist jeder Bann, jeder Fluch, auch der Vorfahren, gelöscht. Sag ich, ich brauche nie Angst haben als Gläubiger. Aber beim Ungläubigen muss ich sagen, pass mal auf, du musst vorsichtig sein, du musst eigentlich auch Angst haben. Wenn du unter einem Bann bist, heißt es dein Tod. Du kannst dem nur entfliehen, indem du dich bekehrst, indem du das erlebst, dass das Blut Jesu deine Sünde hinwegwäscht, dann ist der Bann weg. Aber das will man will es nicht begreifen, dass zum Beispiel auch die Sünde bis ins 3. und 4. Glied, die für einen Gläubiger erledigt sind durch Jesu Blut. Kein Gläubiger hat Sünde der Vorväter. Aber für die Ungläubigen, da läuft es. Das muss man einfach einmal sich vergegenwärtigen. Und diese Dinge führen dann auch dazu, wenn Gott den Bann ausspricht, dann spricht er das Todesurteil aus. Und wenn eine ganze Nation, ganze Völker diese Sünde begeht und die rote Linie überschritten wird, dann gibt Gott etwas, wo es viele Tote gibt und wo einfach die Menschen sterben werden. Und zum Beispiel in 2. Timotheus 2, 4 sagt Gott, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in die Geschäfte des Lebensunterhaltes. Er führt sogar den Kriegsdienst als Musterbeispiel an. Also nochmal, Gott ist ein Kriegsmann, Gott führt Kriege, Gott löst die aus, entweder ist er selber der Kriegsführende und straft die Leute oder er gibt uns einfach dahin, dass der Teufel alles kaputt machen darf. Wisst ihr,
Die, wo hier Werkzeuge zum Beispiel des Teufels sind, weil wir dahin gegeben sind, die werden genauso gestraft. Also jeder, wo Kriegsverbrecher begeht, wird gestraft werden, das ist gar keine Frage. Aber Gott lässt es zu in seiner Heiligkeit. Er kann die Unheiligkeit nicht ertragen. Und was wir tun, ist so gräulich, das kann man sich nicht vorstellen. Jetzt können wir sagen, dann ist ja Gott ein Gott des Gerichtes. Ja. Dann ist ja Gott ein Gott des Zorns. Ja. In der Bibel steht, Gott ist ein Gott, der täglich zürnt. Wo ist dann die Liebe Gottes? Und jetzt kommen wir zu dem, was das Evangelium und das Christentum ausmacht. Das ist der Unterschied zum humanistischen Evangelium, das immer der Mensch im Mittelpunkt hat. Da ist Gott nur ein Diener, der so Menschen recht machen muss und alles tun muss, dass ihm gut geht. Johannes 3,16, kennen wir alle. Denn so hat Gott die Welt geliebt, Agape, Agapao, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Gott konnte in seiner Heiligkeit diese Sünde und diese Teufelei und diesen Okkultismus und diese Lästerungen und diese Perversionen jeder Art, auch sexueller Art, jeder Art, konnte er nicht dulden. Wisst ihr, das Heidentum war kriminell und die Israelis haben da mitgemacht, Tempelprostitution, lauter so Zeugs. Das konnte Gott nicht dulden. Also musste er sie richten. Er hat 7 Völker ausgerottet. Wisst ihr warum? Männer, Frauen, Kinder. Nicht, weil er ein Monster ist, sondern aus einem ganz einfachen Grund. Weil er ein Gott der Liebe ist. Er musste diese okkulte Schiene und Völker ausrotten, dass in Israel das nicht eindringen konnte. Die mit Israel tangiert waren und das gebracht haben, musste er ausrotten. Dass Israel nicht verseucht wurde, dass nämlich Israel so rein blieb, Erführungszeichen, wenigstens so rein blieb, dass der Sohn Gottes in der Maria geboren werde. Konnte. Der Teufel hat nämlich versucht, alle Menschen so okkult zu verseuchen, muss ich das mal überlegen, dass der Jesus nicht hätte geboren werden können. Es war die Liebe Gottes, wenn er hier Völker ausrottet, dass er nämlich den Rest der Menschheit erlösen kann. Und das ist das, was wir nicht begreifen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Der Zorn Gottes ist heilig und der muss in seinem Zorn das Gericht ausüben. Er muss töten. Das muss euch klar sein. Gott muss in seiner Heiligkeit töten. Das will kein Mensch hören. Aber, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn die ganze Menschheit verdammt ist und verderbt ist und getötet werden muss und Gott liebt die Menschheit, will sie retten, dann muss er einen Ausweg schaffen. Und den hat er geschaffen. Er geht einfach hin und nimmt seinen Sohn. Also nochmal, da haben wir uns richtig verstehen. Der allein wahre Gott ist der Vater. Der hat aber einen Sohn, der vom Wesen her, weil er aus Gott geboren ist, genauso Gott ist wie der Vater. Er nimmt jetzt den Sohn, lässt ihn nicht sei Gottheit ablege, sondern nur sei göttliche Gestalt, lässt ihn in der Maria durch eine Jungfrauengeburt, lässt er ihn ein Mensch werden. Durch das, dass er kein Mann beteiligt war, hat er keine Erbsünde. Er ist also völlig rein. Jetzt hast du einen Mensch, der völlig rein ist ohne jede Sünde, der im Geist Gott ist und damit einen Wert hat. Und die Bibel sagt, das Leben ist im Blut. Dessen Blut hat so viel Wert, so viel Leben, dass es ausreicht. Darum konnte Jesus nie ein normaler Mensch sein. Das ist alles Quatsch oder ein Engel, das ist Unsinn. Er musste der Sohn Gottes sein, er musste die Gottheit haben und gleichzeitig ein Menschenleib. Durch das war er so wertvoll, dass er mit seinem Blut, wenn er das vergießt, alle Menschen erlösen konnte. Aber wenn Gott seine Heiligkeit befriedigen wollte, ich sage es ausdrücklich, befriedigen wollte, musste er seinen eigenen Sohn töten, bestialisch. Wisst ihr, das Bestialische war nicht die Kreuzigung. Kreuzigung ist was Furchtbares, das ist ein Erstickungstod. Das ist furchtbar schmerzhaft und dann ein Erstickungstod. Sondern das Bestialische war, und die Bibel sagt, es gilt seit Grundlegung der Welt, Offenbarung 13,8, dass alle Sünde vom Adam angefangen, bis zum letzten Menschen, bis das tausendjährige Reich aufgelöst wird und die Ewigkeit beginnt, alle Sünde, die je ein Mensch begangen hat, jetzt kommen wir zu dem ganz Furchtbaren, alle Strafen. Der Herr Jesus ist nicht einen Tod gestorben, sondern Milliarden Tode ist da gestorben am Kreuz.
alle Strafe, alle Tod hat sich am Kreuz von Golgatha in diesen 3 oder 4 Stunden, wie man zählt, entladen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was hier beim Herrn Jesus passiert ist. Das ist 100-mal schlimmer, als man sich überhaupt vorstellen kann. Da hat sich das ganze Gericht Gottes entladen über seinem Sohn. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das ist der einzige Punkt, wo die Liebe Gottes vollständig durchschlägt. Das ist der einzige Punkt, wo Gott völlig rettet, völlige Gnade gibt, völliges Überleben gibt. Wenn jemand seinen Sohn ablehnt und das nicht will, dann bleibt er unterm Fluch, dann bleibt er unterm Gericht, dann bleibt er unterm Tod. Er hat keine Chance. Versteht ihr? Gott ist ein Gott der Liebe und trotzdem 3-mal heilig. Und die höchste Liebe, die Gott uns tun konnte, dass er seinen geliebten Sohn, wisst ihr, wenn Gott jemand liebt, seinen Sohn, der, bevor es überhaupt Zeit gab, unendlich bei ihm in der Vorewigkeit war, in dieser Lichtswelt, wenn der den für uns opfert, wisst ihr, ich weiß nicht, was das bedeutet hat. Der Jesus hängt nackt am Kreuz, wird verflucht, bespuckt, ausgepeitscht und mit aller Sünde behangen. Was das für der Vater geheißen hat, für den Jesus war es furchtbar. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war dieser millionenfache Tod, milliardenfache, je nachdem, wie viele Menschen gibt. Das war Entladung wie Explosion. Ich weiß nicht, was Gott da gedacht hat, als das mit seinem Sohn war. Aber eins ist klar, die Bibel sagt nicht nur, Gott ist heilig, Gott ist eifersüchtig, Gott ist ein Kriegsgott. Die Bibel sagt, Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er ist eifersüchtig, wenn man seine Erlösung, sein Erlösungswerk, sein vollkommenes Opfer nicht annimmt. Wisst ihr, und jetzt musst du deine Leute sagen, Krieg, ich habe nur eine Chance. Ich weiß nicht, ob der Weltkrieg kommt. Vielleicht kommt er, keine Ahnung. Aber ich habe nur eine Chance, dass ihr auf die richtige Seite geht, dass ihr euch bekehrt, dieses vollkommene Opfer Jesu annimmt, dass ihr aus dem Zorn Gottes rauskommt. Das ist nämlich das Interessante. Über mir ist kein Zorn Gottes. Wisst ihr warum? Wegen dem Blut Jesu. Wegen nichts anderem. Ich bin frei durchs Blut Jesu, aber über alle anderen um mich herum ist der Zorn. Wenn aber Gott jetzt zum Beispiel, machen wir mal das Beispiel, Baden-Württemberg durch Atomexplosion auslöscht, dann sterbe ich natürlich auch, das ist menschlich normal. Aber wenn ich aufwache, weil kein Zorn Gottes auf mir ist, wache ich im Vorhimmel auf, im Paradies. Ich werde Jesus sehen von Angesicht zu Angesicht. Das wird wunderbar sein. Der, der das nicht hat, wacht in der Vorhölle auf. Er wird bereits gepeinigt werden. Wieso? Und darum kannst du die Leute nur eine Botschaft geben in so einer Zeit. Ihr müsst euch bekehren zum Herrn Jesus. Ihr müsst die Erlösung erleben. Sonst habt ihr keine Chance. Und jetzt verstehst du auch manche Bibelstelle ganz anders. Matthäus 10 zum Beispiel 28. Da sagt die Bibel, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Das sind die Soldaten, das sind die Atombomben. Die Seele aber nicht zu töten vermögen, sondern vielmehr fürchtet den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Wer ist das der, der Leib und Seele verderbt in der Hölle? Das ist nicht der Teufel, das ist Gott der Vater, der dich in die Hölle wirft. Und in dem Moment, wie ich das Blut Jesu habe, bin ich frei von der Sünde, frei vom Teufel, frei vom Tod, frei von der Verdammnis, ich bin frei von der Hölle, ich bin einfach frei, aber es ist ein Problem. Ich lebe noch in dieser Welt. Erlöst ist nur mein Geist, so leid es mir tut. Also das Menschliche muss ich noch mitmachen, aber ich bin erlöst. Wisst ihr, das ist doch ein Trumpf in so einer Zeit. Da kannst du doch sagen, lebe ich, so lebe ich dem Herrn, sterbe ich, so sterbe ich dem Herrn. Mag kommen, was will, ich gehöre dem Herrn. Mir kann nichts passieren, ich bin sicher. Wisst ihr, wenn du die Leute Hoffnung geben willst, musst du nicht sagen, oh, jetzt beten wir, dass es keinen Krieg gibt. Entschuldigung, kann ich beten, dass es keinen Krieg gibt, wenn ich nicht vorher ganz klare Offenbarung habe, ob Gott letztendlich will? Kann ich nicht. Will ich auch nicht. Ich muss sagen, dein Wille geschehe. Aber dann muss ich zu den Leuten sagen, so, jetzt müsst ihr euch bekehren. Wenn er das nicht tut, habt ihr ein Problem. Wisst ihr, und Gott gibt auch einfach Tod als Strafe, Ananias und Sapphira. Überlegt einmal, wenn jeder, der gelogen hat in der Gemeinde, tot umfallen würde. Ich weiß nicht, ob hier noch jemand drin sitzen hätte, oder? Wisst ihr, Gott ist ja auch gnädig. Aber es gibt eine rote Grenze, wenn die überschritten ist. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Es gibt 5 Erscheinungsformen des Reiches Gottes. Wenn ihr mal die Bibel ganz nüchtern lest, dann seht ihr, die erste Erscheinungsform des Reiches Gottes ist prophetisch. Das ist das ganze Alte Testament. Weil das Reich Gottes ist immer so, ein Reich gehört zusammen mit dem König. Also König und das Reich kannst du nicht trennen. Also Reich Gottes ist immer dort, wo der König ist. Der König ist der Herr Jesus. Im Alten Testament ist die erste Stufe des Reiches Gottes, da ist der König noch nicht körperlich da. Obwohl er in Christophanie, in Christuserscheinungen erschienen ist. Aber er ist noch nicht da. Das heißt,
In dieser ersten Erscheinungsform ist der König prophezeit. In der zweiten Erscheinungsform, das sagt auch der Herr Jesus, wenn ich die Dämonen austreibe durch den Finger Gottes, ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Da war das Reich Gottes da, als der Herr Jesus körperlich auf der Erde war. Da war es nur in Israel. Aber er hat das Reich noch nicht aufgerichtet. Das war das Zweite. Das Dritte, die dritte Erscheinungsform, das ist eigentlich die entscheidende und das ist die wichtigste. Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1. Das heißt, jetzt ist das Reich Gottes inwendig in uns. Und jetzt kommen diese Narren und völlig verblendete Leute, die auch geistlich Analphabeten sind und sagen, wir müssen jetzt hier praktisch ein Friedensreich aufrichten, Friede auf Erde. Wir müssen jetzt versuchen, auf dem Evangelium her der Friede zu bringen. Ich muss sagen, Entschuldigung, was seid ihr für Narren? Das Reich Gottes ist inwendig in uns und es wird hier kein Friede geben, sondern es wird im Zweifelsfall Krieg geben. Und Friede hast du erst im tausendjährigen Reich. Wisst ihr, da merkst du jetzt langsam, wer geistlich klar geht und wer nicht klar geht. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Was heißt das, wenn Christus in mir ist und ich in dieser teuflischen Welt, die gerichtet wird, lebe? Ich lese uns zwei Stellen dazu. 1. Petrus 2,11. Hier haben wir einen zentralen Punkt, der große Rolle spielt. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleugnen, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ich bin ein Fremdling. Das heißt, ich habe kein Bürgerrecht. Wenn du es genau nimmst, habe ich zwei Pässe. Ich habe einen deutschen Pass, was der wert ist, das sei dahingestellt. Ich habe aber einen Pass, der unendlich wertvoll ist. Das ist der Heilige Geist, der in mir wohnt. Das ist der Pass Gottes. Ich bin ein Gotteskind, ich bin ein Fremdling. Jetzt sagt die Bibel, jetzt musst du dich nur, die einzige Aufgabe ist in dieser Welt, du musst dich als Fremdling benehmen. Du musst dich richtig benehmen. Philipper 3,20 sagt das Gleiche nochmals in anderen Worten. Und zwar, ich denke, das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Unser Bürgerrecht, da steht Politeuma, also Politik, unser Bürgerrecht, aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Nichtigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib, der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Das heißt, wir sind Fremdlinge auf Erden. Wir haben hier letztendlich nichts zu erben. Ich bin Fremdling. Ich gehöre zur anderen Welt. Ich habe einen Pass als Bürger. Das ist der Heilige Geist in mir. Und ob es der Wille Gottes ist, dass ich lebe oder sterbe. Wisst ihr, haben wir das auch überlegt. In der Bibel steht, das Lebensalter der Menschen beträgt 70 oder 80 Jahre. Und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Ich bin jetzt 70. Da erschrickst du doch zuerst, oder? Da sagst du, oh, ist die Uhr schon abgelaufen? Ich weiß es nicht. Manche lässt 300 Jahre. Man weiß es nicht. Aber eins ist klar. Wenn Gott jetzt sagt, egal wie alt du bist, jetzt ist das generelle Gericht Gottes durch Krieg und jetzt im Endeffekt ist die Stunde, wo ich dich rufe und die andere richte, dann ist doch in Ordnung, oder? Da zeigt sich dann, ob ich wahrhaftig glaube und annehme, dass ich ein Sklave Jesu Christi bin. Man kann da auch bloß drüber philosophieren und drüber schweizen, ich bin ein Sklave Jesu Christi, Entschuldigung. Wer bestimmt, was mit dem Sklave passiert, ob er reich ist, ob er arm ist, ob er gesund ist, ob er krank ist, ob er lebt oder stirbt? Der Herr des Sklaven und nicht der Sklave. Man hat uns den Humanismus systematisch angewöhnt, dass der Mensch bestimmt. Das ist die Teufelei. Wir sind nur Sklave Jesu Christi und wir müssen akzeptieren, was er tut. Wisst ihr, von daher habe ich keinerlei Angst. Ich habe keine Angst vor einem Krieg, ich habe keine Angst vor einer Seuche. Interessiert mich überhaupt nicht. Ich weiß, ich bin Sklave Jesu Christi und mir passiert nur das, was er will. Was er nicht will, passiert nicht. Aber das, was er will, ist, Anführungszeichen, Römer 8,28, das Beste für mich. Nämlich bei denen, die Gott lieben, dann ist das alles das Beste für mich, habe ich keinerlei Probleme. Zacharia 14 zeigt nochmal den letzten Tag, das ist der letzte Kriegstag vom tausendjährigen Reich, da kommt ja nochmal Gog und Magog, also da gibt es ja nochmal einen Krieg, aber der letzte Kriegstag in diesem Zeitalter, wo die Gnadezeit dann auch endgültig vorbei ist, da sagt die Bibel, ich habe es ja vorher schon gelesen, dass hier praktisch die Leute verfaulen bei lebendigem Leib
Und dann sagt der 16, es wird geschehen, dass alle übrig gebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr um Jahr heraufkommen werden, um dem König, den Herrn der Herrscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und es wird geschehen, dasjenige von den Geschlechtern der Erde, das nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten, über dieses wird kein Regen fallen. Auch das Geschlecht der Ägypter, das nicht heraufzieht und nicht kommt, auch über es wird es nicht fallen. Das wird die Plage sein, mit welchen der Herr die Heidenvölker schlagen wird, die nicht heraufkommen wollen über das Laubhüttenfest. Das wird die Strafe für Ägypter und die Strafe für alle Heidenvölker sein, die nicht hinaufziehen wollen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Also nochmal, ihr müsst euch das richtig vorstellen. Solange wir in diesem Fleisch sind, ist Krieg, Strafe, Tod normal. Selbst im tausendjährigen Reich, wo der Herr Jesus herrscht, hat es Völker, die nicht pariert. Und über die kommt dann das Elend. Und am Schluss gibt er nochmal einen Angriff von Gog und Magog, gibt es nochmal Tote. Schluss vom tausendjährigen Reich. Also das ist einfach der Normalzustand. Und unsere ganze Ruhe haben wir erst, wenn wir praktisch verwandelt werden, wenn wir in die Ewigkeit gehen, wenn wir der Herr Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Und so lange haben wir das am Hals. Und da gehört einfach dazu, dass eben dieses Drittel und dieses Viertel der Menschheit stirbt. Und zwar, also wenn ich mich nicht völlig irre, man kann es von den Zahlen her nicht immer 100% sagen, werden diese Sache wohl zumindest in unserer Generation, ob es in meiner dann alles passiert oder bei euch Jüngeren noch, weiß ich nicht. Aber es wird das alles geschehen. Und Malachi 3,15, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich. So denkt der Mensch in solche Sachen, sagt, wieso muss ich das auch mitmachen? Wieso lässt das Gott zu? Ist völliger Unsinn. Jetzt sagt nämlich Gott in 16, da besprachen sich miteinander die, welche den Herrn fürchten. Und der Herr achtete darauf und hörte es und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Denn ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wiederum sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der nicht dient. Und jetzt erklärt er, was für ein Umfeld ist. Denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Es ist nur eins wichtig. Bin ich in dem Gedenkbuch eingeschrieben? Das ist der einzige Punkt. Macht Gott einen Unterschied zwischen mir und dem Rest? Dass er uns nochmal richtig versteht. Ich kann die Abläufe, die Gott in seinem Gericht gibt, kann ich nicht ändern. Das müssen wir einfach akzeptieren. Aber ich kann meine persönliche Situation ändern. Da kann ich beten, da kann ich alles tun und kann sagen, Herr, lass mich entfliehen, mach's gnädig mit mir, wie er das macht. Das müssen wir ihm überlassen. Wisst ihr, aber jetzt kommen wir plötzlich in einen Punkt, wo mir auch klar ist, wenn jetzt tatsächlich die Atombombe fällt oder wenn sie mich erschießt, ich weiß ja nicht, gell? Ich habe keine Ahnung, was passiert. Oder wenn ich durchkomme und lebe bis zur Entrückung, ich weiß es nicht. Gell? Aber Offenbarung 7,14 sagt dann, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Große Drangsal, das haben wir uns auch weiß gemacht durch amerikanische Dallas-Theologie, sind nur die letzten 7 Jahre, das stimmt aber nicht. Die große Drangsal ist die gesamte Gemeindezeit, sagt die Bibel. Das, was wir unter großer Drangsal verstehen, das sind die letzten 7 Jahre, ist was ganz anderes. Oder die letzten 3,5 sogar bloß. Sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Sie werden nicht mehr hungern, nicht mehr dursten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiden zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Entschuldigung, ist das so schlimm? Wenn ich jetzt durch einen Atomschlag sterbe und in der nächsten Sekunde habe ich das, ist doch herrlich, oder? Ich sehe der Herr Jesus vor Angesicht zu Angesicht. Er wird meine Tränen abwischen. Und dass Tränen abgewischt werden müssen, das ist das Elend dieses Lebens. Aber gleichzeitig wird, also der Jesus wird mich weiter zur Wasserquelle führen und der Vater selber wird jede Träne abwischen. Das ist unfassbar. Und dann, wenn dann die Entrückung geschehen ist und das tausendjährige Reich vorbei ist und alles und dann der neue Himmel, die neue Erde, alles ist, dann heißt es wieder in Offenbarung 21,4, das ist jetzt der endgültige Himmel. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu.
Ist das nicht herrlich, wenn das kommt? Wisst ihr, wir sind Theoretiker, wir sind Gnostiker. Wir sagen immer, ja, ist wunderbar, ist wunderbar. Aber jetzt kommt plötzlich eine Zeit, wo das geschehen könnte. Jetzt merkst du plötzlich, die Leute wollen das gar nicht. Die begehren auf, die wehren sich. Und zwar aus dem Grund, weil sie es in Wirklichkeit gar nicht geglaubt haben, sondern gnostisch geglaubt haben, nur mit dem Hirn. Aber jetzt wird es ernst. Wisst ihr, jetzt wird sich zeigen, wer wirklich hier das geglaubt hat und wirklich überzeugt ist und bereit ist zu sterben. Lukas 21, 28. Wenn dies alles anfängt zu geschehen, und er sagt, es wird vorher Zustände sein, wo die Leute in Ohnmacht fallen werden, was alles passieren wird, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Da können wir sagen, und unsere Kinder. Das ist doch wunderbar, wenn ein Kind noch nicht entscheidungsfähig ist. Die Bibel hat extra ein Wort dafür, für das nicht entscheidungsfähige Kind, Nepios. Wenn das heute passiert und unsere Kinder sterben, sie sind nicht verloren. Sie gehören zum Reich Gottes. Das ist doch das Herrliche. Ich brauche keine Angst haben um mich. Ich brauche keine Angst haben um meine Kinder. Es ist alles bestens. Wenn du jetzt siehst, wie der Herr Jesus die Leute zuspricht, fürchte dich nicht, sagt er die Leute, wenn sie krank waren, sagt er die Leute, wenn sie Angst haben. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Aber jetzt könnte natürlich etwas passieren, dass ich als Gläubiger ganz einfach sage, naja, bin ich wirklich so entschieden, bin ich wirklich so ein Sklave Jesu Christi oder habe ich nicht eigentlich auch über die Stränge geschlagen, bin ich nicht lau gewesen, was habe ich gemacht? Wisst ihr, und dann kommt der Teufel und wird dich und mich, wenn das der Fall war, verklagen. Das ist völlig normal. Jetzt gibt es Sache, die hat mich vollständig erschüttert. Es gibt kaum eine Bibelstelle, die mich hier so erschüttert hat, die möchte ich zum Schluss lesen. Richter 10, ab Vers 6. Aber die Kinder Israel, das Volk Gottes, taten wieder, was in den Augen des Herrn böse war und dienten den Baalen, den Astarten, den Göttern der Aramäer, den Göttern der Zidonier, den Göttern der Moabiter, den Göttern der Ammoniter und den Göttern der Philister und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er verkaufte sie unter die Hand der Philister und Ammoniter. Und diese zerschlugen und unterdrückten die Kinder Israel in jenem Jahr und danach 18 Jahre lang. Alle Kinder Israels jenseits des Jordan im Land der Amoriter in Gilead. Dazu zogen die Ammoniter über den Jordan und kämpften auch gegen Juda und gegen Benjamin und gegen das Haus Ephraim, sodass Israel sehr in Bedrängnis kam. Es kann sein, dass du sehr in Bedrängnis kommst und dass du sogar selbst durch irgendeine Sünde das ausgelöst hast. Das ist alles möglich, aber jetzt sagt die Bibel. Da schrien die Kinder Israel zum Herrn und sprachen, wir haben an dir gesündigt, wir haben unseren Gott verlassen und den Baalen gedient. Wenn du Buße tust, dann ist das wunderbar. Aber jetzt kommt etwas bei der Überschreitung von der Grenze. Aber der Herr sprach zu den Kindern Israel, habe ich euch nicht von den Ägyptern, von den Amoritern, von den Ammonitern und den Philistern errettet? Und als die Zidonier und Amalekiter und die Moabiter euch unterdrückten, habe ich euch nicht aus ihren Händen errettet, als ihr zu mir geschrien habt? Dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient, darum will ich euch nicht mehr retten. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr euch erwählt habt, die sollen euch retten zur Zeit der Not. Das ist wohl das Elendste, was es gibt, dass ich da Eindruck habe, Gott hilft mir nicht mehr und das Gericht kommt. Das wäre schrecklich, oder? Aber selbst wenn das so ist und ich ein Gotteskind bin, sagt die Bibel was Ungeheures. Aber die Kinder Israel sprachen zum Herrn, wir haben gesündigt, mache mit uns, was dir gefällt. Nur errette uns noch dieses Mal. Und sie taten die fremden Götter von sich und dienten dem Herrn. Da wurde er unwillig über das Elend Israels. Hat ihnen zu Deutsch geholfen. Das heißt zu Deutsch, wenn ich so weit gehe, dass ich sage, Herr, bei allem, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben, es ist viel. Ich berufe mich auf das kostbare, teure, vergossene Blut Jesu und bitte rette mich, egal was ich kaputt gemacht habe. Dann verheißt die Bibel, dass er mich retten wird. Wisst ihr, was ist das für eine Ausrüstung, für eine Zurüstung für eine Zeit wie heute. Das heißt, egal was passiert, durch Jesu Blut werde ich überleben. Ich werde vollständig überleben. Es kann mir nichts passieren. Soll ich mal ehrlich sein, brauche ich da Angst haben? Nö. Wenn Putin einen Weltkrieg anzettelt, er sagt, das ist eine Kriegserklärung, ist Putin dann der Böse? Nicht unbedingt. Vielleicht ist er ein Werkzeug Gottes, man weiß es nicht. Wisst ihr? Wenn er Böses tut, wird ihn Gott auch richten. Er hat Nebukadnezar gerichtet. Aber er wird auch
uns westliche Leute richten. Wir haben Völkermorde begangen. Wir haben Kriegsverbrechen begangen. Genauso alles. Wisst ihr, es gibt keinen Unterschied zwischen links und rechts, Ost und West. Es ist alles gleich. Sie haben alle die gleiche Teufelei begangen. Und die Frage ist nur, wir dürfen uns nicht von den Medien verrückt machen lassen, sondern müsst einfach das weglegen und sagen, Bibel. Jetzt muss ich doch hingehen und sagen, Herr, hast du den Krieg geplant? Bist du der Kriegsherr über diesen Krieg? Willst du das? Willst du jetzt diese westliche Welt richten? Oder gibst du uns nochmal Gnade, dass wir nochmal davonkommen? Manchmal macht es auch Gott so, dass er uns schreckt, dass wir aufwachen, aber er lässt uns trotzdem davonkommen. Wisst ihr, und eigentlich die Quintessenz aus allen diesen biblischen Tatsachen ist ganz einfach, ich muss diese Dinge mit Gott ausmachen und nicht mit Menschen. Es ist nur eine Sache zwischen mir und Gott, sonst gar nichts. Wisst ihr, und wenn ich jetzt sage, ich bin zu lau, ich kann das mit Gott nicht ausmachen, Richter 10. Wenn du kommst und sagst, Herr, rette mich trotzdem, dass du ihm offen bekennst und dein Herz auf den Altar legst, ja, bring dich durch. Wisst ihr, das ist der Grund, warum ich keine Angst habe. Keiner wird zu Schande, welcher Gottes Herz. Der Jesus sagt, wachet und bittet, dass ihr diesem allem entfliehen könnt und wir werden entfliehen. Lukas 21, 36. Aber wie er das macht, sagt er nicht. Das heißt, wir haben jetzt eine Zeit, wo wir in einer unendlichen Abhängigkeit von Jesus leben müssen. Wir haben eine neue Zeit, in die wir eingetreten sind. Jetzt ist alles anders. Und Entschuldigung, darf ich nur einen Satz sagen? Ich hoffe nicht, dass jemand in unserer Reihe wirklich glaubt, dass wieder alles wie vorher wird. Es wird nicht wie vorher. Dr. Ölpreis kostet jetzt 1,50, 1,60. Normalbenzin 2 Euro. Selbst Diesel ist teurer teilweise wie Normalbenzin. Mir sagen die Leute, einer der Leiter vom Supermarkt, es wird alles ausgehen. Wisst ihr, wir kriegen jetzt die Wehen. Seuche, mit allen Teufeleien. Wir kriegen Hungersnöte. Es kann sein, wir müssen plötzlich lernen, was heißt kein Essen zu haben. Wir kriegen Kriege. Wir kriegen auch Erdbeben. Ist euch aufgefallen, dass in Albstadt die Erdbeben wieder stärker werden? Ist mir richtig aufgefallen, es schüttelt in letzter Zeit immer mehr. Wisst ihr, wir kriegen das alles wieder. Aber die Bibel sagt, wenn das passiert, dann musst du dein Haupt erheben. Und Haupt erheben heißt Kain und Abel. Also wenn du sündigst, guckst du auf den Boden. Haupt erheben heißt einfach in Ordnung sein mit Gott, dich auf das kostbare und teure Blut verlassen, dich auf Richter 10 berufen. Dann werden wir alle überleben. Ihre wunderbare Art und Weise. Ich möchte beten. Herr Jesus, was für eine Herrlichkeit ist deine Erlösung? Was für eine Herrlichkeit ist das, was du getan hast, um deinen Vater, den dreimal heiliger Gott, hier letztendlich zur Ruhe zu bringen, dass er völliger Friede, völlige Erlösung, völlige Befreiung für uns schaffen konnte. Du musstest diese furchtbare Strafe über dich ergehen lassen. Du musstest den millionenfachen Tod erleiden, dass wir nicht sterben müssen. Wir beten dich dafür an, durch dich, der Vater im Himmel, für diese große Erlösung. Jetzt gib uns ein gelassenes Herz, dass wir sehen, dass du auch die Weltgeschichte steuerst, dass du der Kriegsmann und der Kriegsherr bist, der entscheidet, ob Krieg ist oder kein Krieg ist, dass wir völlig ruhig sein können und darauf vertrauen dürfen, dass nichts passiert, was uns nicht zum Besten dient. Wir beten dich dafür an. Amen.